Herzlich willkommen zur nächsten Bayonetta 2 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo. Und wir waren ja hier in dieser Arena-artigen Gebiet. Was ist denn das da oben? Ich glaube, das war eine Kiste, die wir schon geholt hatten, oder? Ja. Gut, wir machen hier nochmal einen kleinen Rundgang. Sieht nicht so aus, als ob noch was wäre. Dann gehen wir mal hier runter. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Okay. Können uns schon wieder bewegen. Was hat er denn gemacht hier genau? Untersuchen. Okay, dieses Ding strahlt die gleiche sonderbare Energie aus wie Loki. Es scheint wohl eine Art Apparatur zu sein. Ich versuche sie zum Laufen zu bringen. Aktion. Was müssen wir machen? Sie drehen. Interessant. Dreht sich irgendwie der ganze Berg, ey, oder so. Da tun sich alle Teile wieder. Ich glaube, der tut die Zeit zurückdrehen oder sowas Verrücktes. So dass die Brücke wieder heil ist. Zumindest sah es so ähnlich aus. Unvernehmender Pain. Okay. Pain. Der wird wohl heftig. Okay. Okay, das wird heftig, denke ich. Wie ich gar nicht weiß, wann der angreift, ey. Der ist so hässlich, dass ich keine Ahnung habe, wann er angreift gerade. Okay, das war gut. So, machen wir unser Special mal an, würde ich sagen. Komm, komm, komm. Kriegt ordentlich Damage gerade. Macht er dafür einen verrückten Shit? Okay, interessant. Das war gut. Das war auch gut. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Das war gut. Na, das soll es gleich gewesen sein. Ich denke nicht mal, dass wir den Special nochmal benutzen müssen. Da ist er schon im Verwirrtheitsmodus. Das war's wohl. Klimax. Das war easy. Der konnte mal gar nichts. Muss ich sagen. Aber vielleicht war es das ja noch gar nicht. War nicht ganz voll, schade. Aber der war ja super einfach. Ist Silber, aber trotzdem nur. Wasser. Okay, jetzt füllt sich der ganze Spaß scheinbar. Das können wir mitnehmen. Irgendeine riesen Killerwaffe, ey. Und das sieht ja geil aus. Das finde ich richtig schick, muss ich sagen. Dann schauen wir mal nach oben. Mit der inneren Natter. Große Halle, Kathedrale der Kaskaden. Machen wir erstmal einen kleinen Rundgang, würde ich sagen. Gucken, ob hier irgendwas ist. Hier haben wir doch schon mal was gefunden. Hättet ihr beiden wohl gerne. Easy peasy, Mann. Easy peasy. Das war einfach. Könnte sogar ein Gold gewesen sein, wenn es da was für gibt. Dann gibt es wohl nichts für. Doch, gibt was für. Rein Platin sogar.
Das war richtig einfach. Da liegt noch was. Grüner Lorbeer. Da war das Loch, dann geht's wohl hoch. Aber das sind keine Kisten oder so. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch irgendwas sein. Goldenes LP-Teil, das zweite, oder? Ja, gut. Jetzt haben wir es voll wieder. Sehr schön. Sonst ist ja, bedenke ich, nichts mehr, oder? Gucken wir hinten nochmal genau im Eck. Nö, den Kampf haben wir schon gemacht. Da waren wir eben drinnen. Auf der rechten Seite. Da ist hier nichts. Da war gerade das Loch, vielleicht hier um die Ecke noch. Könnte gut sein. Tatsache, da ist auch noch was. Und einen ganz schönen Haufen Zeugs. Und ein bisschen was an Fähigkeitszeugs. Ganz nett auf jeden Fall. Okay. Oh Mann. Nicht wirklich. Okay, speichert er. Guck mal wieder. Oh, cool. Gehen wir doch gleich rein. Auf jeden Fall gehen wir da rein. Finde ich mit am spannendsten an dem ganzen Spiel, wenn ich ehrlich bin. Bis jetzt. Macht mir am meisten Spaß. Spannend ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort. Kampf auf Zeit. Besiegen den Gegner auf Ablauf der Zeit. Interessant. Ich glaube, das hier sind so eine Art Buff-Viecher irgendwie. Oh, das war ja unfair. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt vorher. Gut, ging ja relativ easy. Hatten jetzt zwar nicht mehr so viel Zeit, aber geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und wieder ein Teil vom Hexenherz. Unser erstes jetzt wieder. Gold erhalten sogar. Ja, war okay. Fangen wir wieder an, den neuen HP-Balken zu sammeln. So muss das aber auch. Oh, das war nicht so gut. Hoffentlich habe ich das jetzt draußen noch. Egal. Egal. Das war ein bisschen blöd, dass ich das benutzt habe. Es wäre auch blöd, wenn das im Trainingsmodus weggehen würde. Im Ladebildschirm quasi. Oh Gott sei Dank. Gut. Das wäre aber auch krass gewesen. Da haben wir noch was. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sieht sonst noch irgendwie was? Sieht nicht so aus. Gucken wir mal, was hier abgeht. Eben konnte er sich ja noch an nichts erinnern. Okay. Holy fucking shit. Wer war das denn da? Ach, der schon wieder. You again?
Oh, hey. Mouthy Brad Kidd. So, I see you're acquainted. How did you get here? I'm the great L-U-K-A Luca. Oh, man. I didn't go through all these ridiculous ordeals to just randomly show up in opportune places, you know. See? Risking everything for nothing. Told you I knew someone just like that. So, what are you after this time? Oh, loads of stuff. For instance, I found this really great place for seafood. They do an amazing sardine meuniere. But more importantly, I'm investigating an old Noatun story known as The Legend of Aesir. The Legend of Aesir? And this fairy tale is? Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You don't say. The Legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the Trinity of Realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the earth from his holy mountain, where we only see reality and make it match our rules of the world. Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds. And we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes? That's right. The eyes of the world, controlled by a Lumen Sage and Umbra Witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage. Do the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer. How do you find these things? I've done my homework. Would you expect anything less from the marvelous, magnificent, magnanimous Luca? Danke. Der ist nämlich ganz schön nervig. Ach, wo kommen die denn her? Die haben mir ja gerade noch gefehlt. Ach je. Irgendwie viel zu einfach bis jetzt. Okay, kommt eine Art Boss oder sowas.
Aber das reicht mir. Machen wir mal unseren Spezialkram an. Habe ich nämlich irgendwie nicht so Bock drauf gerade. Wenn ich ehrlich bin. So. Das war gut. Weiter, oder wie? Kommt noch mehr. Ja, ihr Stinker, ey. Glaub's ja nicht. Den töten wir auf jeden Fall mal weg, würde ich sagen. Perfekt. Der dürfte auch nichts mehr aushalten. Das war einfach. Oh, da kam noch was. Wo kam das denn her? Aber Gold immerhin bekommen. Vielleicht hätte ich noch was Besseres bekommen, wenn ich da nochmal ausgewichen wäre. Was ist denn das? Oh oh. Vielleicht geht jetzt erst der richtige Kampf los. Hä? Okay, Speicher, das ist schon mal gut. Ich muss ja jetzt nicht den spielen. Holy fucking shit. Warum denn das? Ich denke aber, ich muss nur ausweichen. Okay. Muss den immer mit L quasi zurückhalten und dann weiter rennen. Denke ich aktuell. Das war schon mal gut. Platin. Immerhin. Okay. Da ist einfach wieder Heiler gemacht. Ich muss doch nicht ernsthaft noch gegen den kämpfen, oder? Oh, da kommt Bayonetta. Das ist gut. So, jetzt können wir wieder mit ihr kämpfen, aber gegen zwei gleichzeitig, das gefällt mir ja nicht so gut. Weg damit. Das war ganz ordentlich, denke ich. Oh, oh. Das war gut. Ich sehe den anderen nicht so richtig. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Das war gut. Komm, komm, komm. Hitten. Ah, das war gut, bin ausgewichen und habe Spezialangriff an. Perfekt. Damagen jetzt ordentlich. Das ist das Wichtigste. Komm schon, bam, 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 ordentlich ins Face rein. Das war gut. Bin ich zufrieden mit. Okay, das ist nicht so mein Ding. Alles gut, komm schon. Wie viel HP die aber auch haben, die Scheißviecher, das gibt's ja gar nicht. Der pure Absturz. Gucken, dass wir ein bisschen auf Range bleiben hier wieder. Okay, das war gut. Sehr gut. Gut, komm, komm, komm. Jawohl, perfekt. Beide erwischen. Sehr geil. Komm schon, weiter. Immer weiter. Nicht aufgeben. Ist mal weg da. Ja, auf Distanz gehen. Go, 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 damagen. Oh, das ist nicht so gut. Weiß nicht, ob ich da nochmal weggekommen bin eben. Fällt mir nicht so ganz gut gerade. Okay, der erste ist weg vom Fenster. Das war gut.
gut ausgewichen, obwohl ich fast nichts gesehen habe. Das hat Damage gemacht, das war nicht ganz so geil. Das war gut. Ich denke nicht, dass ich den Klimax nochmal brauche. Ich denke, den können wir einfach so jetzt wegprügeln. Okay, nicht ganz so geil. Komm schon. Zack, genau so stelle ich mir das doch vor. Mich nochmal treffen lassen, blöde ey. Könnte ich kotzen, wenn ich das sehe. Naja, gut. Oh, wir sind auch schon bei über 20 Minuten. Holy shit. Na, die sind ja zufrieden. Oder auch nett. Oh, der Depp schon wieder. Hehehe. Okay. Die Kathedrale der Kaskaden abgeschlossen. Sehr gut. Silbertrophäe erhalten. Immerhin. Das passt, denke ich. Verskarte erhalten. Noch eine. Lied. Speichert. Gut, dann kann man an der Stelle einen Cut machen, was für eine bisschen längere Folge macht, aber ja nichts. Danke schön mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.